Freunde, wenn ihr das oder ein anderes Video von mir heute schon in eurer Abo-Box gesehen habt, dann wird euch eine Kleinigkeit aufgefallen sein. Und zwar habe ich nach langer Zeit beschlossen, ja, meinen YouTube-Namen zu ändern, beziehungsweise wie ich es finde, meinen YouTube-Namen zu vereinfachen. Von Herr Daro auf Daro. Das liegt zum einen daran, dass es meiner Meinung nach leichter zu merken ist. Es ist eingängiger. Die meisten nennen mich eh Daro, von daher, das Herr war nur so ein Zusatz. Ich fand das damals cool. Ich habe ja meinen Kanal 2011 gegründet. Mein großes Vorbild damals war ja auch Herr DK, das habe ich ja öfter erzählt. Und das ist der andere Grund. Ich will mich da so ein bisschen davon lösen, weil man merkt auch, bei meinen ersten Videos merke ich auch, wie ich versucht habe, ihm nachzueifern und so zu sein wie Herr DK. Und mittlerweile habe ich ja meinen eigenen Stil gefunden und so. Und es gibt mittlerweile ja auch so viele YouTuber, die Herr im Namen haben. Sei es Herr Newstime oder Herr Currywurst oder, wie gesagt, Herr DK oder Herr Trashpack. Nein, Moment, das war was anderes. Auf jeden Fall denke ich, dass das eine Vereinfachung ist, die nachvollziehbar ist. Wie gesagt, die meisten nennen mich eh schon so, von daher ist es kein großer Verlust. Für mich, ich habe nur so lange gebraucht, weil, wie gesagt, ich habe meinen Kanal 2011 gegründet, Anfang 2011. Seitdem hatte er diesen Namen. Es ist ein kleiner Unterschied. Aber, ja, ich denke, ich werde mich schnell dran gewöhnen. Für euch ist es leichter, für mich wird es auch leichter sein. Ja, anderes Thema. Und zwar möchte ich meine Social Medias wiederbeleben, heißt Instagram, Twitter, Facebook. Ich werde euch das Ganze in der Beschreibung verlinken. Checkt das mal aus, wenn ihr was von meinem Privatleben mitkriegen wollt oder so. Ich versuche da regelmäßig was zu posten. Gerade auf Facebook werden dann auch die ganzen Uploads kommen, falls die Abo-Box mal wieder sagt, seht her, YouTube weiß nicht, wie man eine Abo-Box programmiert. Ich zeige deine Videos nicht an. Dann seht ihr das auf Facebook. So, oh, der hat ja ein neues Projekt gestartet. Vor einem Jahr und ich habe davon nichts mitbekommen. Dann kriegt ihr das mit auf Twitter eben auch. Instagram wird mehr so privates sein, da werde ich dann private Fotos machen. Sei es beim Aufnehmen oder sei es beim Zocken oder sei es an der Uni. Aber wenn ihr da was mitkriegen wollt, dann ist da mein Instagram die richtige Anlaufstelle. Von daher, checkt es aus, wenn ihr es mitkriegen wollt. Wenn ihr es nicht mitkriegen wollt, dann checkt es nicht aus. Dann läutet aber die Glocke, damit ihr alles mitkriegt. Ansonsten war es das schon von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.